Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge X3 Albin Pilot mit der ENC 4AP Mod. Ja, nach langer, langer Zeit, nach etwa guten 2 bis 3 Monaten, bin ich wieder dabei, für hier ein bisschen Ärger zu sorgen. Naja, jetzt nicht gerade unbedingt mit meiner Greif, aber ja, es war ja so gewesen, ich wollte ja schon vor 2 Wochen eine kleine Aufnahme starten, aber dann hat es irgendwie nicht mehr hingehauen mit meinem Spielstand. Der hat sich immer wieder verabschiedet. Ach du Scheiß, was ist denn hier alles? Die Sunlight ist ja hier unterwegs, stimmt. Ja, zurück. Der Spielstand hat da irgendwie nicht funktioniert, dann habe ich dann wieder das Spiel komplett entfernt, habe dann wieder die Vanilla-Version draufgehauen, dann die Mod wieder drauf, dann den Spielstand. Dann hat dann irgendwann ein Problem mit der Mod, gab es dort dann und. Ja, und jetzt soll es hoffentlich funktionieren. Ich denke mal, das war eher dann Kopierfehler. Ich weiß es nicht. Ich habe auch mal ein kleines Tutorial gemacht, wie man die Mod installiert für die EMC 4AP-Mod. Und ich denke mal, ich habe dort einen kleinen Fehler gemacht. Aber nun scheint sie funktionieren. So, wir haben ja hier in dem Fall noch ein paar Plots offen. Naja, gut, okay. Ein paar Plots ist gut. Ach Gott, ja, das mit den Xenons habe ich ja auch noch. Oh Gott. Sudoku und so und Co. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Bau des neuen ATF-Außenposten steht bevor. Die Unterstützung wird benötigt, um den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Docke an Schiffswerft Meknir. Okay. Dann habe ich auch gesagt, irgendwann noch in den letzten Folgen vor ein paar Monaten, dass ich ja auch einen Krieg führen möchte gegen die Paraniden. Weil Paraniden, das ist so ein Thema, die mag ich nicht so gerne. Ich weiß gar nicht, wie stehe ich dann zu denen. Naja, Paraniden 5, Akoden 8, Baron 10, Split 9. Ja, okay, ja, kann man so lassen. Dann habe ich ja ein paar Stationen, die könnte ich mal irgendwann definitiv weiter noch bebauen. Das war ja die Streithammer-Torpedo-Fabrik. Und ja, ich habe ja noch so viel Geld. Stimmt ja, 342 Millionen. Armin, was ist mit dir los? Sie können festlegen. Wieso? Boah, ich muss jetzt erstmal ein bisschen reindenken, wie das nochmal alles war. Neuer Preis ausgewählt. So, Delexianischer Weizen. Komm. Wir nehmen. Sie können festlegen, zu welchem Preis. 26, 20. Carona Fleischblöcke stelle ich nicht her, die will ich ja gerne kaufen, aber ich lasse es lieber sein auf den maximalen Verbrauch. Kristalle? Warte mal, ich habe doch die ganzen Sachen. Das Kontrollzentrum eines Komplexes regelt die Energie und Waren. Ja, ich habe ja die ganzen Sachen. Ha. Hauptquartiere werden von dem All agierenden. Ja, das Hauptquartier im unbekannten Sektor, genau. Ich muss halt jetzt noch ein bisschen umdenken. Ja, stopp. Hauptquartiere werden von dem All agierenden Unternehmen errichtet. Da ist. Wo waren noch mal das Hauptquartier? Ach so, ja. Ich erinnere mich wieder. Das Hauptquartier war hier unten, genau. Hier war das Hauptquartier. Da habe ich ja die Orca noch. Und die Discover verbesserte Version. Hier war ja mein. Naja, mein kleiner Komplex gewesen. Nur mein kleiner Komplex. Das Kontrollzentrum eines Komplexes regelt die Energie- und Warenverteilung. Genau. So, wie sieht's denn aus? Kommandokonsole. Liste. Was? Reine Schiffe sind da unterwegs? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Okay, Partikelbeschleunigerkanonen, die stelle ich erstmal selber her. Mikrochips. Ja. Okay, die 200 Megajoule Schilde benutze ich eher noch selber, also das heißt die Schilde
Energieplasmawerfer und die Partikelbeschleunigerkanonen hebe ich selber für mich auf. Neuer Preis ausgewählt. Energiezellen? Oh, ich Sie können. weiß nicht mehr. Das Kontrollzentrum eines Komplexes regelt die Energie- und Warenverteilung innerhalb einer solchen großen Produktionsanlage. Ah. Außerdem beherbergt sie eine Kommandozentrale sowie die Ja gut, Andockmöglichkeiten die für andere Energiezellen, die kann ich ja Reaktoren. verkaufen. Agnofleisch noch nicht ganz. Ach du Scheiße, da habe ich noch so viele gebaut. Carona Fleischblöcke. Ja. Erz könnte ich eigentlich verkaufen, genauso wie die Siliziumscheiben. Kristalle. Ja komm, die verkaufen wir dann auch. Was habe ich gesagt? Erz stelle ich auf Sie können 128 ein. festlegen, bis zu welchem Der neuer Preis Normalpreis. ausgewählt. Siliziumscheiben 504, machen wir ebenfalls Sie den können festlegen, Normalpreis. bis zu welchem Preis die Frachter, die für diese Fabrik. Neuer Preis So, Kristalle, ausgewählt. machen wir 1000. Sie können festlegen, bis zu welchem Preis die Frachter, die für 1084 diese Fabrik Normalpreis. arbeiten, Ressourcen. Neuer Preis. So. Okay. Jetzt heißt es nur warten, bis hier Schiffe ankommen. Vielleicht auch wieder ein bisschen Geld bekommen, ne? Ist ja logisch. Ansonsten. Wie gesagt, ich muss mir erst wieder reindenken, wie das alles nochmal funktioniert hat. Aber wir sollten ja hier. Also, ich muss dann eins merken: Es gibt ja hier keinen Transporter mehr. Denn dafür gibt es ja den Sprungantrieb. Wo ist denn überhaupt? Wo. Die Sunlight, wo habe ich ihn hingeschickt? Ah, der Teufel. Ja, genau, das war auch noch eine schöne Aktion gewesen mit dem Teufel. Mahanis Rache. Xenon Haar, die Videomine. Oh. Wo habe ich die Sunlight? Die ist in Meknia Schiffswerft. Die ist dort unterwegs. Die Sunlight ist teuer bei den Reparaturen. Uiuiuiui, die ist aber verdammt teuer. Bergbauschiff. Schiffe verkaufen. Die Feste hebe ich definitiv auf. Die Feste hebe ich auf. Die hat doch, glaube ich, noch Sachen an Bord. Genau, Energiezellen und Komplexbauteile. Gut, wir fliegen mal zu der Schiffswerft. Dass wir hier mal diese. Was explodiert denn dort hinten? Achso, nee, das ist, wo die Schiffe reinspringen, kann das sein? Seltsam. Genau, erstmal zur Schiffswerft fliegen, dann mal schauen, wie es dann weitergeht mit dem Plot. Wäre doch gelacht, wenn dieser Plot auch wieder beendet ist. Dann habe ich ein kleines Ihr Problem. System, Mignia. Shift-N. Schiffswerft. Ja. Wie gesagt, von der Steuerung her. Oh ja, stimmt, ich habe ja diese Laserwaffen drauf. Oh, die. Habe ich überhaupt die. Ja, ich habe die aktuellste Version, habe ich drauf. Von der EMC4P-Mod. Ich kann mich nicht entsinnen. Hat niemand mehr. Das Dauerschießen, sag ich mal, Energielevel verbraucht niedrig. nicht so viel Energie. Aber das einzelne Schießen, das verbraucht Energie. Andockerlaubnis So. erteilt. Autopilot aktiviert. Hier, Thema Autopilot. Der Autopilot ist in diesem Fall ja auch nicht so ja, ausgereizt, aber trotzdem. Der funktioniert. Zum größten Gut, okay, X3 ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Ich glaube, 8 Jahre? 10 Jahre? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, 10 Jahre schon. Aber es macht halt immer noch Spaß. Definitiv. Und auch die Mods selber, die es dort gibt, die haben auch schon einiges. Ist auch die Frage wieder, mit welchen Mods ich dann auch wieder hier gerne spielen möchte. Ich habe ja gesagt, ja, Lit Cube Universe. Lit Cube Universe wollte ich ja spielen noch. Stimmt. Das ist eigentlich auch eine Mod. Aber dort muss ich leider X3. Vorgang erfolgreich. Bei einem Helden der Erde und Sols entbieten wir unser herzlichstes Willkommen. Ihre Anwesenheit hier ehrt diese Station. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt.
Ja. Was habe ich gerade gesagt mit Mission beendet und Plot beendet? Oh, okay. Achtung, Andockrampe Naja. 1 ist ab sofort wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Lit Cube Universe ist ja auch so ein Thema. Das muss ich ja komplett auf Englisch stellen, weil das Spiel in Deutsch funktioniert ja nicht so hundertprozentig. Ja, das heißt, ich muss es komplett auf Englisch stellen mit Lit Cube Universe. Und Englisch ist ja in dem Sinne ja nicht so meine Stärke. Also da habe ich schon selber ein paar Probleme. Naja, das Gute ist ja, ein paar Plots kenne ich ja. So, hervorragend, Pilot. Wir hatten etwas Ärger erwartet, aber nicht annähernd das, was die AGI uns heute entgegengeworfen haben. Sie haben einen exzellenten Job gemacht und der ATF und dem terranischen Volk einen großen Dienst erwiesen. In Kürze wird der Außenposten in Betrieb gehen und uns eine vorgelagerte Basis für die Abwehr weiterer AGI-Überfälle. Sie haben unseren Dankpiloten. Sie haben sich als wertvolles Mitglied der ATF bewährt und als großartiger Kampfpilot. Ein Vorbild für ATF-Piloten über das ganze Sonnensystem. Um Ihnen zu danken, habe ich Ihnen einen Auftrag an den Stationskommandanten dieser Station geschickt, um einige Ihrer erwarteten Raumschiffe bei Bedarf für Sie verfügbar zu machen. Benutzen Sie sie gut. Okay, das bedeutet, ich habe hier Schiffe? Nee. Habe ich Schiffe bekommen? Ich habe ja nur hier die Standardteile. Da ist der Elefant, genau. Ja, ich habe, glaube ich, nichts bekommen an Schiffen. Kann das sein? Old Twin 2, ja, der Elefant. Oh ja, was mache ich mit dem Elefanten? Den Elefanten könnte ich doch verkaufen. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Den Elefanten könnte ich doch verkaufen, weil ich habe hier für den hier jetzt erstens mal keinen Nutzen. Ich muss da so mal schauen, dass ich hier mal wieder Ordnung schaffe mit meinen ganzen Schiffen hier. Weil viele brauche ich ja in dem Fall nicht mehr. Die Eclipse, Prototyp 2. Die wollte ich doch, glaube ich, auch in die Dings reinlegen. In das Hauptquartier. Ich weiß es gar nicht mehr. Der Kaiman-Superfrachter, er hat Torpedos eingelagert. Und was ist mit dir? Du hast nichts. Okay. Ach so, ja. Stopp, der Teufel. Hat 222. Bollwerk. HVT. Handelsvertreter, genau. HVT ist der Handelsvertreter. Blitz, Elenas Glück. Der Prototyp, Der hat doch, glaube ich, noch ein den die Lividium, ne? ersetzen sollte, wurde Ne, beinahe verwendet. Telidianium hat er an Bord. Die Clave. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wie gesagt, ich muss da wieder mal bisschen aufräumen. Gab es hier nicht irgendwo noch eine Schiffswerft? Bei denen. Ah ja, hier, Senatus Ödland. Was? Andockerlaubnis verweigert? Wieso? Wieso ist ein. Ach so, Yaki minus 3. Okay, gut. Dann hat sich das erledigt. Dann ist es so. Docke an. Turm der Finanzen hat. Nee. Der hat eine Schiffswerft. Gelandete Schiffe. Docke an. Ups, das war einer zu viel. Andockerlaubnis erteilt. So, und Kommando dann habe ich ja hier akzeptiert. noch die Nividium-Fabrik, das Xenon-H-Schiff. Den verkaufen wir jetzt auch. Andockerlaubnis erteilt. Kommando Gott, oh Gott, oh akzeptiert. Gott, oh Gott, oh Gott. Ansonsten. Boah.
discovered. Das war doch, glaube ich, mein Militärtransporter gewesen. Nicht mehr. Okay. Waffen- und Schildtransporter Merkur, der ist genau. Partikelbeschleunigerkanone. Transferiert. Energieplasmawerfer. Transferiert. 200 Puh. Megajoule-Schild. Transferiert. Habe ich noch so viele? Mein Gott. Habe ich so viele? Eieieiei. Ansonsten, verborgene Herrschaften. Wenn man ganz kurz nachschaut, wie da hier ein paar Schiffe unterwegs sind. Oh ja, hier Mikrochips, Energiezellen, Energiezellen, Energiezellen. Das ist gut. Gib mir ein bisschen Geld. Was habe ich denn hier eingestellt? Was war das hier gewesen? Ich glaube, das war auf 1 Million gewesen, sonst hätte er das so jetzt ja nicht. Hauptquartier, 2 Millionen. Da habe ich doch auch, glaube ich, noch. Genau. Produktionsauftrag hinzufügen, Medusa und die verbesserte Version Eclipse. Warte mal. Ah, okay, es sind beide M3-Jäger. Ansonsten. Hauptquartiere werden von dem all agierenden Unternehmen. Puh. Hauptquartiere werden von dem. Theoretisch könnte ich auch hier eine Demontage durchführen mit meinen Schiffen. Betrug des Patriarchen HVT. Ja, schon klar. Habe ich hier noch was? Die Aran, stimmt, die habe ich auch noch. 114 Millionen verkaufen. Nee. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Muss mich erst wieder mal etwas reindenken in das Spiel. Beziehungsweise auch hier mal irgendwann wieder anfangen mit den Stationen. Das Kontrollzentrum eines Komplexes. Das Einzige, was nervig ist, ist mit den Komplexbauteilen, ja. Das ist das Einzige, was schon ein Über diese bisschen, Objekte gibt es keine naja, Informationen. ein Über bisschen diese viel Objekte Zeit gibt es keine kostet. Informationen in der Datenbank. Okay, hier habe ich ja nur mit 0 Sternen die Argonen. Und hier kann man sich wirklich austoben in den ganzen Sektoren. Also irgendwo Komplexe hinbauen. Gut, da kann man. Delfin, Superfrachter. Orion-Delfin ist ein kostengünstiges und effektives Transportschiff. Energiezellen. Seine Locker an. Familienstolz, Schiffswerft. Die brauche ich leider auch nicht. akzeptiert. Ich muss echt schauen, wo ich jetzt hier irgendwo Schiffe habe. Was macht ihr? Ach so, ja, du kaufst Silizium ein, stimmt. Und Silizium, 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 Silizium. Das habe ich nicht eingestellt. Ey, Armin, Armin, Armin. Was ist denn los mit dir, dass du auf einmal hier, ja gut, okay. Energiezellen, Delixianischer Weizen, Energiezellen, Silizium, was? Split, befindet sich Nullsprünge entfernt im Sektor, liefert 728 Siliziumscheiben. Pass mal auf, Armin, mein Geld Freund. überwiesen. Du bekommst jetzt ein bisschen Credits von mir. Ich würde sagen, so 2 Geld Millionen, aber überwiesen. das Problem ist, er schickt mir Das wieder das Geld zurück. Kontrollzentrum eines Komplexes regelt die Das kann nämlich Energie- möglich und sein. Warenverteilung innerhalb einer solchen großen Produktionsanlage. Außerdem beherbergt sie eine Kommandozentrale sowie die Andockmöglichkeiten für ankommende Frachter. 2,9. Also 2.090.000 Credits. Jetzt ist die Frage, auf was habe ich das eingestellt? Auf 3 Millionen? 2 Millionen, ja. Oh. Ja gut, Thema Siliziumscheiben. Ja. Aber es kommen halt schon einige Schiffe. So ist es nicht. Gut, dann würde ich erstmal sagen, war es das gewesen dieser Folge. Wie gesagt, ich muss jetzt mich noch mal ein bisschen reindenken, weil jetzt sind jetzt ja wieder 2 Monate her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Genau, den Elefanten verkaufen. Dann die anderen Schiffe verkaufen und und. Wir, oder warte mal, wir schauen mal ganz kurz dort drüber. Ah, ihr seid relativ langsam, ne? Meine Freunde. Ihr seid sehr, sehr langsam.
lieber Scholli. Ah ja gut, dann lasse ich erstmal noch die Sinza ein bisschen laufen, bis die Schiffe dort hinten angekommen sind. Und dann werde ich diese Schiffe dann dementsprechend verkaufen. Gut, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.